dass die sich schnell ausbreitende Marienverehrung ihre Wurzeln in der Anbetung antiker Göttinnen sowie in anderen heidnischen Praktiken hat, haben wir bereits in einem früheren Kapitel dargelegt. Solche Verbindungen scheinen sich jetzt in späteren Kapiteln nur zu bestätigen. Die New Age-Bewegung schreitet zweifellos an vielen Fronten voran, nicht zuletzt in der Kirche, welche die rechte Lehre nicht ertragen kann, weil ihnen die Ohren jucken. Viele Christen haben tiefe Züge aus dem New Age-Trank genommen, zum Beispiel ganzheitliche Heilung, also ganzheitliche Heilkunde, Hypnose, Yoga, innere Heilung, Meditation, Psychoanalyse und Bewusstseinstraining. Alles heidnischen Ursprungs. Und viele haben neue Lehren und Ketzereien übernommen, die sich auf das humanistische und positive Denken von Teilhard de Chardin, Norman Vincent Peale und anderen Gründen, die der Kirche die Bedeutung eines irdischen Königreichs in der Jetztzeit beimessen, das soziale Evangelium predigen und lehren, dass die menschliche Gesellschaft für die Wiederkunft des Herrn nach den Königreichsprinzipien wieder aufgebaut und christianisiert werden muss. Brin Jones, eine führende Persönlichkeit in der Church Restoration, also in der Kirchenwiederherstellungsbewegung, verhieß seinen Anhängern Anfang des Jahres 1991, Zitat: Durch die Kraft seines Geistes werden wir alles, was gegen Gott und die Menschen steht, unter die Herrschaft Christi bringen. Gottes Kirche wird in der Endphase dieses Zeitalters die einflussreichste Gruppierung von Menschen auf Erden sein. Ende Zitat. Das ist in der Tat ein prophetisches Wort. Doch wird es in der Schrift nur durch die abtrünnige Kirche in der Offenbarung des Johannes erfüllt. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Joggler66, Stunde der Wahrheit. Das Video, zu dem ich mich heute eingefunden habe, das ich hier produzieren werde, was ich jetzt erstmal einlesen werde, ist das Kapitel 16 aus dem wundervollen Buch Alle Wege führen nach Rom von Michael Desemlian. Kapitel 16 trägt den Titel Warnende Stimmen oder im Englischen Sounding the Alarm. Ja, ist vielleicht noch ein bisschen kräftiger als nur warnende Stimmen, aber auf jeden Fall geht es darum, dass der Autor uns hier mal ein wenig deutlich machen will, dass wenn es keine Wachleute gibt, die die Schlafschafe wachrütteln, die Wölfe die ganze Herde auffressen werden und wir nichts davon merken. Und genau so ist das im Moment auch. Ja? Und wir müssen wirklich warnende Stimmen haben. Und durch die letzten Jahrhunderte hatten wir immer solche warnenden Stimmen. Im sogenannten Alten Testament waren es die Propheten, die gewarnt haben. Im sogenannten Neuen Testament waren es die Apostel aus der frühen Kirche, die uns gewarnt haben. Deswegen lesen wir ja das Neue Testament, wo hauptsächlich Paulus uns davor gewarnt hat, was auf uns zukommt. Und später waren es Leute wie die Reformatoren, Luther, Calvin, Zwingli, Wycliffe, Tyndale, Huss, Cranmer, Ridley, Scott. Ich kann sie nicht alle aufzählen. Und ich tue immer denen Unrecht, die ich nicht aufzähle, wenn ich sie dabei nicht nenne. Aber das waren warnende Stimmen, die selber aus der römisch-katholischen Kirche rauskamen, erkannt hatten, was da los ist und die uns gewarnt haben und die uns das Licht gegeben haben und damit das dunkle Zeitalter beendet haben. Und dann gab es eine ganze Menge Schriftsteller, protestantische Schriftsteller, die diese Warnfunktion später im 17., 18., 19. und auch im 20. Jahrhundert übernommen haben. Fürs 20. Jahrhundert zum Beispiel nehme ich ja hier jetzt den Michael Desemlian, Alle Wege führen nach Rom.
Und auch ganz sicher Lorraine Bettner mit seinem Buch Roman Catholicism. Und im 19. Jahrhundert Henry Gretton Guinness, James Edgar Wiley. Schriftsteller, die alles daran gesetzt haben, die Leute in England und in den Vereinigten Staaten von Amerika zu warnen vor der Gefahr, die Rom darstellt. Vor allen Dingen, die sie darstellt, wenn Rom in der Unterzahl ist. Rom verhält sich in Ländern, wo es die Macht nicht in den Händen hält, ganz anders als in Ländern, wo es die Macht in Händen hält. In Spanien agiert die römisch-katholische Kirche anders als im protestantischen England zu der Zeit oder als im protestantischen Amerika zu der Zeit. Warnende Stimmen. Welche Stimmen gibt es heute, die noch warnen? Welche Stimmen gibt es heute noch, die uns vor dem Antichristen warnen, die uns warnen, aus dem Schlaf aufzuwachen und aufmerksam zu sein und aufzupassen und die Doktrin und die Lehre von Jesus Christus aufrechtzuerhalten? Nicht mehr so viele, fürchte ich. Und ich hoffe, dass Lesungen wie dieses Buch weitere warnende Stimmen hervorbringen können. Und dass wir später sagen können, auch dieses Buch, was Michael Desemlian geschrieben hat und was der Jörg dann gelesen hat, hat vielleicht jemanden aufgewacht und hat dafür gesorgt, dass es weitere warnende Stimmen gab. Aber schauen wir doch mal, was wir jetzt lesen. Auf Seite 177 in Kapitel 16, warnende Stimmen. Ich fange an mit einem Zitat vom Catholic Research Information Bureau, also katholisches Untersuchungsinformationsbüro von 1987. Zitat: Kein vernünftiger Protestant kann sein Vertrauen in die Versprechungen des Vatikans setzen. Eine Kirche für alle Fälle, semper eadem, immer dieselbe, doch anpassungsfähig, willfährig, sich mit der Umgebung vermischend, wird sie stets diejenige Sache zu ihrer eigenen machen, die ihr Einfluss verschafft. Das ist ihre Politik und das ist ihre Diplomatie und das ist ihr ökumenisches Konzept. Ende Zitat. Kein vernünftiger Protestant kann sein Vertrauen in die Versprechungen des Vatikans setzen. Was hat die ökumenische Bewegung erreicht seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil? Doch genau das, dass die Protestanten ihr Vertrauen in die Versprechung des Vatikans setzen. Der Vatikan, gerade eben hier beschrieben, wie ein Chamäleon, anpassungsfähig, willfährig, sich der Umgebung vermischend, wie ein Chamäleon. Und damit die Infiltrierung leicht gemacht oder angefangen. Die römische Kirche ist in der protestantischen Literatur beschrieben worden als ein Lamm in der Bedrängnis, ein Fuchs in der Gleichheit und ein Tiger in der Überlegenheit. Premierminister W.E. Gladstone hinterließ der Nachwelt eine ernste Warnung vor den Absichten dieser großen Institution. Im Jahre 1874, gerade 4 Jahre nachdem Rom seinen Landbesitz verloren hatte, schrieb er, Zitat: Die Abhängigkeit Einzelner, und sei sie noch so kriecherisch, wird die lateinische Kirche nicht befriedigen. Auch der Staat muss ihr Sklave sein. Ende Zitat. Ja, der Autor sagt hier 1874, 4 Jahre nachdem Rom seinen Landbesitz verloren hatte, das stimmt, die päpstlichen Staaten, aber auch 4 Jahre nachdem durch Pius den 9. 1870 auf dem Ersten Vatikanischen Konzil die päpstliche Unfehlbarkeit römisch-katholisches Dogma, Doktrin wurde. Sollte man auch dabei erwähnen. Auch der Staat muss ihr Sklave sein. Das geht zurück auf die Lesung, die ich mal gebracht habe von Luther 1520, den Brief an den deutschen Adel. Da hat Luther genau dasselbe festgestellt, dass eben das Spirituelle über dem Staatlichen steht. Der Staat muss ihr Sklave sein. Wenn der Staat der Sklave der Kirche ist, dann gilt kanonisches Recht. Wer da mehr Informationen drüber will,
der lese entweder das Buch von James Atkin Wiley, Rome and Civil Liberty, oder schaue sich das Video von Richard Bennett auf meinem zweiten YouTube-Kanal, Jocklers War und Disinfo, an. Das heißt Vatican Control Through Civil Law. Also vatikanische Kontrolle durch das bürgerliche Gesetz. Muss man gesehen haben. Wenn man Englisch kann, muss man das kennen. Gladstone, das Staatsoberhaupt des britischen Empire auf dem Höhepunkt seiner weltweiten Macht und seines Einflusses, war durch seine Stellung besonders befähigt, päpstliche Machenschaften zu erkennen. Dasselbe gilt für die Premierminister Sir Robert Peel und Benjamin Disraeli. Peel hatte nach dem Befreiungsgesetz, das ist der Emancipation Act auch genannt im Englischen, von 1829 vorausgesagt, dass der römischen Kirche Gleichheit nicht genügen werde und dass sie sich mit nichts zufrieden geben werde, bis sie die Überlegenheit erlangt hätte. Disraeli sah die Lage im späteren 19. Jahrhundert in aller Deutlichkeit. Zitat: Euer Empire und eure Freiheiten sind in diesem Augenblick mehr gefährdet als damals, als Napoleons Beobachtungstruppen in Boulogne lagerten. Ende Zitat. Bismarcks Erfahrungen waren nicht anders. Das Papsttum, sagte er, ist immer eine politische Macht gewesen, die sich mit der größten Dreistigkeit und mit den schwerwiegendsten Folgen in die Geschichte dieser Welt eingemischt hat. Ende Zitat. Und Bismarck kann es wissen. Er hat in 1872 die Jesuiten auf deutschem Boden verboten. Und er hat sie nicht nur verboten, er hat sie rausgeschmissen. Er hat ihre Schulen geschlossen, Universitäten geschlossen, ihre Klöster geschlossen, überhaupt römisch-katholische Klöster geschlossen. Er kann es wissen. Er hat natürlich auch seinen Preis dafür bezahlt. Aber er wusste, dass Rom an der ersten Stelle eine politische Macht ist. Das Papsttum, sagt er, ist immer eine politische Macht gewesen. Ja, die sich unter einem Mantel des Geistigen versteckt. Das ist das Gefährliche dabei. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Nun, im frühen 19. Jahrhundert schrieb der Historiker Lord Macaulay, Zitat: Die Erfahrungen aus 1200 ereignisreichen Jahren, die Findigkeit und geduldige Sorgfalt von Staatsmännern aus 40 Generationen hat die Politik der Kirche Roms zu einer solchen Perfektion getrieben, dass sie unter den Systemen, die zur Verführung und Knechtung der Menschheit entwickelt wurden, den höchsten Rang einnimmt. Ende Zitat. Soll ich das nochmal vorlesen? Ist das gut eingesunken? Die Erfahrungen aus 1200 ereignisreichen Jahren, die Findigkeit und geduldige Sorgfalt von Staatsmännern aus 40 Generationen hat die Politik der Kirche Roms zu einer solchen Perfektion getrieben, dass sie unter den Systemen, die zur Verführung und Knechtung der Menschheit entwickelt wurden, den höchsten Rang einnimmt. Im 17. Jahrhundert hatte der Philosoph Thomas Hobbes diese Politik in seiner berühmten Beschreibung der römischen Kirche gebrandmarkt. Zitat: Das Papsttum ist nichts anderes als der Geist des verstorbenen römischen Reiches, der gekrönt auf seinem Grab sitzt. Ende Zitat. Adam Smith hat seinem Buch Wealth of the Nations, ich muss hier nochmal einen kleinen Kommentar eben geben zu der Sache, das Papsttum ist nichts anderes als der Geist des verstorbenen römischen Reiches, der gekrönt auf seinem Grab sitzt. Es gibt da ein sehr schönes Zitat, das ich hier in meinen Noten irgendwo habe, das muss ich euch mal eben raussuchen, weil das ist, glaube ich, von Flick und das passt da unglaublich gut zu. Mal eben schauen, ob ich das hier ganz schnell finde. Sekunde. Das ist von A.C. Flick und seinem Buch The Rise of the Medieval Church 1909, also Anfang des 20. Jahrhunderts. Und er sagt im Englischen: The mighty Catholic Church was little more than the Roman Empire baptized. Mit anderen Worten auf Deutsch:
Die mächtige römisch-katholische Kirche war wenig mehr als das römische Imperium getauft. Ende Zitat von A.C. Flick. Und das geht ganz gut überein mit dem, was wir hier gerade eben kurz gelesen haben. Ne? Nämlich, dass das Papsttum nichts anderes ist als der Geist des verstorbenen Römischen Reiches, der gekrönt auf seinem Grab sitzt. Das Römische Reich ist nur nie gestorben. Es hat einfach nur einen anderen Mantel angezogen. Das ist alles. Adam Smith hat seinem Buch Wealth of the Nations eine Warnung an die Nachwelt angefügt. Zitat: Die Verfassung der Kirche Roms kann als das schrecklichste Bündnis betrachtet werden, das je gegen die Autorität und Sicherheit ziviler Regierungen, wie auch gegen die Freiheit, die Vernunft und das Glück der Menschen geformt wurde. Ende Zitat. Jene, die heute Alarm schlagen, möchten zeigen, dass die Ökumene, die zeitgemäße Erfindung, zur Verführung und Knechtung der Menschheit ist. Die pragmatische Einstellung der katholischen Kirche zur Ökumene und zu den getrennten Brüdern bei uns und anderswo wird sehr gut in einem Artikel des Daily Telegraph veranschaulicht, wo es um den Besuch Antichrist Papst Johannes Pauls II. In La Paz, Bolivien, im April 1987 geht. Vor einer Versammlung von 39 katholischen Bischöfen, von denen aber nur 12 Bolivianer waren, also heimisch, warnte der Papst vor den, Zitat, proselytenmachenden Umtrieben von Sekten, die in jüngster Zeit in Bolivien vermehrt auftreten, diesen sogenannten fundamentalistischen Sekten, die Verwirrung säen. Ende Zitat. Es gibt keinen Zweifel, dass er damit bibelgläubige Christen meinte. Und genau wie heute werden wir fundamentalistische Bibelgläubige als Sekten bezeichnet und als Terroristen eingestuft, weil wir eben nicht mit diesem System in Einklang gehen können. Denn wir haben ein Königreich und einen König, der nicht von dieser Welt ist, Jesus Christus, und wollen uns und können uns und dürfen uns nicht fügen dem Willen eines Mannes, der genau das Gegenteil lehrt von dem, was unser König lehrt. Wir können nicht zwei Herren dienen. Wir können nicht Christ dienen und Antichrist gleichzeitig. Von daher werden wir immer mehr als Fundamentalisten und Terroristen in der Zukunft wahrscheinlich verschrien werden. Es gibt keinen Zweifel, dass er damit bibelgläubige Christen meinte. Ne, das glaube ich auch. In Irland hat sich die römisch-katholische Kirche nicht in die neue ökumenische Struktur eingegliedert, sondern bewahrt ihren Beobachterstatus. Wenn die römische Kirche in der Minderzahl ist, wie in Großbritannien, dann war es stets ihr Grundsatz, sich einzugliedern und zu versuchen, jene, mit denen sie sich zusammengeschlossen hat, zu beherrschen und sich einzuverleiben. Wenn sie in der Mehrzahl ist, wie in Irland, dann zeigt sie sich ganz anders. Sie hält sich abseits und versucht, jene mundtot zu machen, die anderer Meinung sind. Doch Rom hat wiederholt seine guten Absichten beteuert. Ach ja? Kardinal Zünens sagte, Zitat, das Zweite Vatikanische Konzil beendete das Zeitalter der Gegenreformation. Natürlich hat die Klimaveränderung nicht die wirklichen lehrmäßigen Unterschiede beiseite geräumt und manche sagen, die Gletscher mögen schmelzen, doch die Alpen werden bleiben. Diese pessimistische Sicht können wir nicht teilen. Schon heute gibt es Menschen, die in die Seiten der Berge hineingraben, ihre Widerstandskraft herausfordern und Tunnel vorantreiben. Ende Zitat. Also Kardinal Zünens sagt hier allen Ernstes, das Zweite Vatikanische Konzil beendete das Zeitalter der Gegenreformation. Ja? Also die Gegenreformation wurde eingeleitet mit der Gründung der Jesuiten, des Jesuitenordens der Gesellschaft Jesu 1540. Wenn dann das Zweite Vatikanische Konzil die Gegenreformation, das Zeitalter der Gegenreformation beendet hat, dann müsste es ja auch die Jesuiten aufgelöst haben.
Hat's aber nicht. Stattdessen haben wir einen jesuitischen Papst. Einen weißen Papst, der Jesuit ist. Die Gegenreformation oder das Zeitalter der Gegenreformation ist nicht zu Ende. Was zu Ende ist, das ist mehr oder weniger der Protest, weil es kaum noch warnende Stimmen gibt. Das Zweite Vatikanische Konzil beendete das Zeitalter der Gegenreformation? Nein, 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 nein. Es beendete das Zeitalter der Konfrontation mit dem Protest. Und durch den Ökumenismus werden all die sogenannten Protestanten wieder unter die Fittiche von Rom geführt. Wie man 1999 mit der Unterzeichnung des Vertrages zwischen der lutheranischen Kirche und der römisch-katholischen Kirche sah und 2004 mit der Methodistenkirche, die dasselbe tat. Und mit den interreligiösen Meetings wie 1986 in Assisi und diese Meetings wie letztes Jahr mit Papst Franziskus in den Vereinten Nationen, da war es ja auch so, ja? Wo er sich ständig mit Vertretern der anderen Religionen, der anderen Glaubensgemeinschaften trifft. Alle Wege führen zu Gott, sagt er. Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und nur durch mich kommt man zum Vater. Das ist der große Unterschied zwischen der Lehre des Menschen und der Lehre von unserem Herrn. Aber wo sind die warnenden Stimmen heute, die uns auf diese Punkte hinweisen? Nun, der Kardinal Zünens war sorgsam bemüht, den Anklagen und Verdächtigungen bezüglich geistlicher und zeitlicher Herrschaft vorzubeugen. Zitat: Nichts wird das Papsttum gründlicher von jedwedem Verdacht des Absolutismus freisprechen, als der tägliche geübte Vorrang des Dienens, der mehr Wirkung haben wird als alle Lehrstreitigkeiten. Ohne zeitliche Macht zu besitzen, hat die Kirche des Vatikanums II nur das eine Ziel, der Welt zu helfen, indem sie die Menschen von Unwissenheit, Misstrauen und brudermörderischem Hass befreit und ihr behilflich zu sein, gemeinsam mit allen Mächten und Kräften des Friedens den Humanismus von morgen zu bauen. Ende Zitat. Den Humanismus. Sag mal, wo kommt das Wort Humanismus in der Bibel vor? Hä? Eben. Humanismus ist eine Erfindung der römisch-katholischen Kirche. Nun, ich hoffe, dass einige von euch Billy Graham bereits kennen, ansonsten werdet ihr ihn jetzt in diesem nächsten Abschnitt des Kapitels 16 Warnende Stimmen kennenlernen. Am Ende der Seite 179 fährt der Autor fort, viele evangelikale Führer teilen heute Kardinal Zünens ökumenischen Optimismus. Nach Billy Grahams Empfinden hatte John F. Kennedys Wahl zum Präsidenten, Zitat, die Beziehungen zwischen den Kirchen gefördert und ein besseres Verständnis zwischen protestantischen und katholischen Kirchen in Amerika geschaffen. Ende Zitat. Als Billy Graham sich im Oktober 1964 in einer Fernsehdiskussion mit Kardinal Cushing unterhielt, sagte dieser zu ihm, Zitat, Sie, Graham, haben einen großen Beitrag zum ökumenischen Geist geleistet, weil Sie ein Banner für die Tatsache entrollt haben, dass die Christen mehr Gemeinsamkeiten haben als Uneinigkeiten. Ende Zitat. Das ist genau das, was seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil nur noch gepredigt wird. Lasst uns darüber sprechen, was wir gemeinsam haben. Lasst uns nie darüber sprechen, was uns entzweit, was wir nicht gemeinsam haben. Also ich habe mit der römisch-katholischen Kirche zum Beispiel nicht gemeint, dass wenn ich Brot breche, dass das für mich nicht Jesus Christus ist, den ich aus dem Himmel runterhole in das Stück Brot rein, wie sie das machen mit der Transsubstantiation. Solange die römisch-katholische Kirche solche Dinge lehrt, kann ich doch als Protestant gar nicht zu ihr zurückkehren. Aber dazu müsste ich natürlich wissen, was die Bibel sagt, und da die meisten Leute die Bibel nicht lesen, ist es natürlich für die römisch-katholische Kirche leicht, die Leute
unter ihre Fittiche zurückzuholen. Nun, in jüngerer Zeit hat Billy Graham den ökumenischen Prozess noch ausdrücklicher bekräftigt und gefördert. 1979 äußerte er gegenüber dem Presseverband seine Hoffnung, dass der Besuch Papst Johannes Pauls II. In den Vereinigten Staaten, Zitat, eine neue Welle geistlicher Erweckung auslösen werde, Ende Zitat. Wer wie so viele in den vergangenen Jahrzehnten während der Billy Graham-Evangelisation Christus angenommen hat, wird aufgefordert, in seine Kirche zurückzugehen. Römische Katholiken, die nach der Predigt nach vorne kommen, werden der örtlichen Geistlichkeit der römischen Kirche zur Nacharbeit übergeben. Das ist seit vielen Jahren die übliche Praxis der Billy Graham Gesellschaft. Im Januar 1981 bezeichnete Dr. Graham den Papst als den größten moralischen Führer der Welt und den weltweit größten Evangelisten. Das sagte Billy Graham 1981 zu Papst Johannes Paul II. 2013, ein paar Monate nach der Wahl, wurde Papst Franziskus vom Time Magazine zum Mann des Jahres gewählt. Ist das ein Unterschied? Ist da irgendwas passiert zwischen 1981 und 2013? Ich glaube es nicht. Das System ist dasselbe geblieben. Es ist sogar eher noch viel schlimmer geworden, weil Billy Graham sagt, dass er den Papst als den größten moralischen Führer der Welt und weltweit größten Evangelisten ansieht und alle Politiker heute schreien nach dem Papst als den großen Führer, der uns bitteschön den Frieden bringen möchte. Seine Begeisterung für die enge Zusammenarbeit mit dem römischen Katholizismus ist ein sehr einflussreicher Faktor für den Fortschritt der ökumenischen Einheit in den 80er Jahren gewesen. In seiner Eigenschaft als Freund und Vertrauter jedes US-Präsidenten seit Harry Truman, muss man sich mal vorstellen, und geistlicher Ratgeber für etliche von ihnen, einschließlich George Bush, also Anfang der 90er Jahre, nicht George W. Bush, sondern Vater Bush, wird Billy Graham regelmäßig im Time Magazine unter den Top 10 der angesehensten Männer aufgeführt. Er ist sehr darauf bedacht, nicht Anstoß zu erregen oder umstrittene Positionen zu beziehen, durch die er sich seine engen Beziehungen zu Königen und politischen Führern oder seine nahezu weltweite Beliebtheit verscherzen könnte. Als er beispielsweise in der BBC-Rundfunksendung Sunday gefragt wurde, was er davon hielte, dass Nancy Reagan zum Terminkalender ihres Mannes den Rat eines Astrologen einholte, antwortete Billy Graham, Zitat, Astrologie ist in Ordnung, solange sie nicht zu ernst genommen wird. Ende Zitat. Ah ja, er sollte es eigentlich besser wissen, denn die Bibel sagt etwas anderes. Die Heilige Schrift macht unmissverständlich klar, welcher Geist hinter der Astrologie steckt, dass sie von Gott verboten ist und dass alle, die sie praktizieren, alle in die ewige Verdammnis gehen. Und das können wir nachlesen in Jesaja, Kapitel 47, Verse 13 und 14. Zitat. Du bist müde geworden von der Menge deiner Beratungen. So lass nun herzutreten und dich retten, die den Himmel einteilen, die Sternseher, die alle Neumonde kundtun, was über dich kommen soll. Siehe, sie sind geworden wie Stoppeln, welche das Feuer verbrannt hat. Sie werden ihre Seele nicht vor der Gewalt der Flammen erretten. Wird es doch keine Kohlenglut sein, dabei man sich wärmen, und kein Ofen, dabei man sitzen könnte. Wieder finde ich das eine nicht so besonders gute Übersetzung, denn wenn wir die englische King James lesen, dann lesen wir von Let now the astrologers, the stargazers and the monthly prognosticators stand up. Es ist ein bisschen deutlicher als die den Himmel einteilen, die Sternseher und die alle Neumonde kundtun, ne? Finde ich zumindest, soweit mein Verständnis fürs Englische reicht. Bin ja nicht so gut in Englisch, aber meine mal eben, ne? Immer die König-James-Bibel daneben nehmen, Leute. Der Apostel Paulus brandmarkt solche Art der Kompromissbereitschaft mit Worten, wie sie deutlicher gar nicht sein können, Herr Billy Graham. Zitat, suche ich menschengefällig zu sein? Wenn ich immer noch menschengefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Ende Zitat. Erstes Kapitel der Galater, Vers 10.
Als Billy Graham seinen Dienst als Reiseprediger begann, verkündete er, dass die größten drei Gefahren für die Welt der Islam, der römische Katholizismus und der Kommunismus seien. Nun, da kann ich ja nun nicht umhin, eben mal was zu kommentieren. Der Islam ist die größte Gefahr in der Welt? Nun, wenn man weiß, dass die römisch-katholische Kirche den Islam gegründet hat und den Islam kontrolliert, dann ist nicht der Islam die größte Gefahr, sondern der römische Katholizismus. Punkt 2, den Billy Graham hier aufzählt, ist die römisch-katholische Kirche. Ja, der römische Katholizismus. Da gebe ich ihm also recht. Wir können also den Islam streichen und setzen Katholizismus schon zweimal. Ja, und der Kommunismus, sagt er, ist auch noch eine große Gefahr, aber der Kommunismus wurde auch erfunden und gegründet und gesponsert und hochgehalten von den Jesuiten, von der römisch-katholischen Kirche. Also wieder der römische Katholizismus. Es ist nur eine große Gefahr auf dieser Welt, Herr Billy Graham, lieber Zuhörer, Zuschauer und Leser dieses Buches, nicht der Islam, nicht der Kommunismus, nur der römische Katholizismus, der all die anderen lenkt. Wenn wir von der Kirche Satans befreit sind, dann sind wir automatisch von all diesen anderen sogenannten Gefahren ebenso befreit. In den mehr als 40 Jahren ist er meilenweit von seiner damaligen Sicht abgerückt, Billy Graham hier in diesem Fall. Ja? Nachdem er durch den römisch-katholischen Medienfürsten William Randolph Hearst und seine mächtige Zeitungsgruppe ungeheure Publicity erhalten und später die Ehrendoktorwürde von einem jesuitischen Seminar angenommen hatte, wich er merklich von der spezifisch evangelischen Tonart ab, mit der er begonnen hatte. Ja, das muss ich ja wohl auch, wenn ich ein jesuitisches Seminar besuche. 1972 nahm er den katholischen internationalen franziskanischen Ehrenpreis für seinen Beitrag zur wahren Ökumene entgegen. Einen römisch-katholischen internationalen franziskanischen Ehrenpreis. Was hat so ein Mensch denn noch bitteschön mit Protestantismus zu tun? Wo sind hier die warnenden Stimmen? Das walisische Blatt Rallying Cry fasste die Entwicklung zusammen. Zitat. Der tragische Abstieg dieses christlichen Helden liegt offen zutage. Er begann bereits im Jahre 1954. Damals, oder sogar noch früher, opferte er seine Liebe zur christlichen Lehre und das Verlangen, sie zu verteidigen, zugunsten einer größeren Popularität seines evangelistischen Aufrufs. Ohne Zweifel sprach das amerikanische Big Business hinter der Billy Graham Evangelistic Organization gegen die engen Ansichten, die nun einmal mit der Wertschätzung christlicher Lehre verbunden sind. Im Big Business bedeutet es Erfolg, wenn man auf den Flutwellen der Beliebtheit hoch einherreitet. Und so war Billy Graham genötigt, über die Grenzen der scharfen Hürde Gottes hinauszulangen auf entferntere Weiden, wo Ziegen grasen und Wölfe lauern. Dr. Richard Pierrat, der Präsident der Evangelical Theological Society, also der Evangelischen Theologischen Gesellschaft, bezeichnete Billy Graham als die treibende Kraft zur Förderung der Ökumene unter den Evangelikalen. Der amerikanische Bibellehrer Dr. Charles Woodbridge bringt in einer ernsten Warnung an den Evangelisten denselben Gedanken zum Ausdruck. Wenn sie weiterhin gemeinsame Sache mit jenen machen, die das Wort Gottes leugnen und somit die scharfe Trennlinie zwischen denen, die der Schrift treu sind, und denen, die ihr untreu sind, verwischen, dann, das ist meine feste Überzeugung, werden sie als der große Kirchenspalter des 20. Jahrhunderts in die Geschichte eingehen. Zitiert aus Billy Graham, Custodian of the Faith or Figure of Compromise, bei Ian Brown, Seite 58. Nehmt euch in Acht vor denen, die Zwietracht und Verwirrung anrichten,
im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Römer, Kapitel 16, Vers 17. In einem Interview mit US News and World Report sagte Dr. Billy Graham im Dezember 1988, Zitat: Meine Reisen in aller Welt und meine Beziehungen zu Geistlichen aller Denominationen haben ein ökumenisches Wesen aus mir gemacht. Wir sind durch Theologie, manchmal auch durch Kultur und Rasse, voneinander getrennt. Doch all das bedeutet mir nichts mehr. Ende Zitat. Meine Reisen in aller Welt und meine Beziehungen zu Geistlichen aller Denominationen haben ein ökumenisches Wesen aus mir gemacht. Also ist er kein Christ. Also ist er kein Bruder. Also ist er kein Teil des Körpers Jesus Christi. Er ist ein ökumenisches Wesen. Kein bibelgläubiger Christ. Kein Protestant. Also muss man nicht auf ihn hören. Das sollte man sowieso nicht. Er ebnete den Weg für diplomatische Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Vatikan, die es noch nie zuvor gegeben hatte. Das ist nicht ganz richtig, weil es gab diplomatische Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Vatikan bis 1867 und dann, als die amerikanische Regierung lernte, dass der Vatikan unter anderem durch die Jesuiten verwickelt war in den Anschlag des Attentats auf Abraham Lincoln, da wurden die Beziehungen abgebrochen. Und die wurden erst 1984 wieder aufgenommen. Wer mehr dazu erfahren möchte, dem rate ich an, meine Lesung Herrscher des Bösen, sicher die ersten Lesungen anzuschauen, da kommt das drin vor. Und der kann sich ja mal das Time Magazine besorgen von 1992 mit der Holy Alliance, der Heiligen Allianz zwischen Ronald Reagan und Papst Antichrist Johannes Paul II. Aus einem Brief von Billy Graham an William P. Clark, Ronald Reagans Berater für nationale Sicherheit, wurde in der Chicago Sun-Times folgender Satz zitiert. Zitat: Wenn jemand das schaffen und auch noch ungestraft davonkommen kann, dann nur Mr. Reagan. Ende Zitat. Ja, und ungestraft davongekommen ist er. Die Besuche des berühmten Evangelisten in Russland und den osteuropäischen Ländern fanden die Zustimmung, Unterstützung und diplomatische Förderung des Vatikans. Und so ist es nicht überraschend zu erfahren, dass sich jene hinter dem eisernen Vorhang, die der Papst und der ehemalige Bischof Runcie als Fundamentalisten bezeichnet haben, von Grahams unkritischer Haltung gegenüber dem Kommunismus und von seiner Leugnung ihrer Not während seines Besuches verraten fühlten. Vor seiner Missionsreise nach Ungarn im Juli 1989 ermahnten ihn drei protestantische Pastoren, für seine Zusammenarbeit mit Menschen unterdrückenden Diktaturen in Osteuropa Buße zu tun. In einem offenen Brief, datiert vom 20. April 1989, brachten Gyozo Dobner, Gabor Ivanyi und Geza Mehmet ihre Traurigkeit darüber zum Ausdruck, dass Billy Graham bei früheren Besuchen in Osteuropa, besonders in Rumänien 1985, Zitat, von finsteren Mächten manipuliert worden sei. Ende Zitat. Er wurde mit den Worten zitiert, das Ceausescu-Regime habe, Zitat, alle Nationalitätenfragen gelöst und jeder Religionsgemeinschaft volle religiöse Freiheit gewährleistet. Ende Zitat. Die drei Pastoren setzten hinzu, dass, damals wohl bekannt, die Führung des Landes unermessliches Leid verursachte und die Menschenrechte brutal verletzte. Aufgabe der Getreuen, so erklärten die Pastoren, ist nicht, die Unterdrücker zu schützen, sondern unzweideutig ihre Solidarität mit den Unterdrückten zum Ausdruck zu bringen. Die Verkündigung des Evangeliums Christi ist unvereinbar mit politischer Unwahrhaftigkeit. Ende Zitat. Eine andere Sicht von der Verkündigung. Fahren wir fort auf Seite 183. Dr. Martin Lloyd Jones war nicht einer von denjenigen, die einer solchen Sicht von Evangeliumsverkündung zustimmen können. Er ging so weit, dass er sich auf der zweiten Nationalen Versammlung evangelikaler Christen 1966
von anderen evangelikalen Christen, einschließlich Jim Packer und John Stott, wegen der Frage der Ökumene trennte. Die erste NEAC-Konferenz in Kiel im folgenden Jahr, also Kiel, K-E-E-L-E, das ist nicht Kiel in Deutschland, ließ die Kluft erkennen, die sich durch diese Frage durch den Evangelikalen aufgetan hatte. Dr. Lloyd Jones sprach klare Worte über das seines Erachtens sehr bedeutsame Problem. Er sagte vor seiner Gemeinde in der Westminster-Kapelle. Jetzt kommen wir zu wirklich warnenden Stimmen. Zitat: Ich rufe ins Gedächtnis, dass die Reformatoren keine übereifrigen Fanatiker oder Narren waren. Ihre Augen hatte der Heilige Geist geöffnet. Luther, Calvin, Knox, sie alle sahen diese furchtbare Ungeheuerlichkeit in der Bibel dargestellt und verstanden ihre Warnungen. Selbst auf die Gefahr hin, ihr Leben zu verlieren, erhoben sie Einspruch und leisteten Widerspruch dagegen. Sie stellten sich gegen Rom. Die römisch-katholische Kirche ist eine Fälschung. Sie ist Lug, sie ist Trug, sie bedeutet Prostitution von der schlimmsten und teuflischsten Art. Sie ist in der Tat eine Form des Antichristen. Sie muss abgelehnt und gebrandmarkt, vor allem aber, sie muss bekämpft werden. Es gibt nur ein Mittel, sie zu bekämpfen. Ein auf biblischer Lehre gegründetes Christentum. Ein Christentum, das lediglich predigt, komm zu Christus oder komm zu Jesus, kann vor Rom nicht bestehen. Ein solches Christentum wird wahrscheinlich am Ende die Zahl derer, die zu Rom gehören, eher noch vergrößern. Leute, die evangelistische Feldzüge durchführen und sagen, ihr seid römisch-katholisch? Dann geht zurück in eure Kirche, verleugnen die Lehre des Neuen Testaments. Wir müssen diese Menschen warnen. Ende Zitat. Ja, warnende Stimmen. Wir müssen die Katholiken nicht zurückschicken in ihre Kirche, dass sie sich da glücklich fühlen. Wir müssen sie warnen vor der Hure Babylons, dass sie da rauskommen. Diese Predigt von Dr. Lloyd Jones war nur ein Echo, das durch die Jahrhunderte klingt. Ein Echo der mutigen, unerschrockenen Auslegung des Wortes Gottes von der Kanzel. Der Klang der Posaune ist in unserem Jahrhundert, in dem 20. und auch in unserem, dem 21. Jahrhundert, zunehmend verstummt. Jetzt kommt ein Stück, da brechen mir beinahe die Tränen aus, wenn ich es lese. In einer Predigt vom Jahre 1880 schlägt Dr. Henry Grattan Guinness eine kraftvolle, für seine Zeit typische Tonart an. Das kommt aus dem Buch Romanism and the Reformation von Henry Grattan Guinness, geschrieben 1887. Und jeder, der es nicht kennt, dem rate ich nur an. Schaut in meine Spielliste von Inquisition Update, da findet ihr die Lesungen von Romanism and the Reformation. Es werden in total mehr als 30, es sind im Augenblick nur 10. Oder 11. Aber es kommen mehr. Aber ich habe halt so viel andere Arbeit zu tun. Aber es gibt in jedem Video einen Link, wo ihr euch die originalen MP3s von Talkshow anhören könnt und ihr könnt original zuhören, was damals gesagt wurde. Ihr müsst nicht auf meine Videos warten, aber ihr müsst natürlich Englisch können. Henry Grattan Guinness. Was hat er zu sagen? Zitat: Ich sehe den großen Abfall. Ich sehe die Verwüstung des Christentums. Ich sehe die rauchenden Ruinen. Ich sehe die Herrschaft von Ungeheuern. Ich sehe jene Vizegötter, jenen Gregor den Siebten, jenen Innozenz den Dritten, jenen Bonifatius den Achten, jenen Alexander den Sechsten, Gregor den Dreizehnten, Pius den Neunten. Ich sehe ihre lange Folge, ich höre ihre unerträglichen Lästerungen, ich sehe ihren abscheulichen Lebenswandel, ich sehe, wie sie angebetet werden von verblendeten Generationen, wie sie hohle Segnungen austeilen, wie sie ihren verlogenen Ablasshandel treiben und ein heidnisches Christentum schaffen. Ich sehe ihre livrierten Sklaven, ihre geschorenen Priester, ihre zölibatären Beichtväter, ich sehe den berüchtigten Beichtstuhl, ich sehe die verführten Frauen,
die ermordeten Unschuldigen. Ich höre die verlogenen Absolutionen. Ich höre die Todesseufzer. Ich höre die Schreie der Opfer. Ich höre die Bannsprüche, die Flüche, den Donner der Interdikte. Ich sehe die Folterbänke. Ich sehe die Verliese, die Scheiterhaufen. Ich sehe die unmenschliche Inquisition, jene Feuer von Smithfield, jene Gemetzel der Bartholomäusnacht, jene spanische Armada, jene unsäglichen Dragonaden, jene endlose Kette von Kriegen, jene entsetzliche Menge von Massakern. Ich sehe das ganze System und im Namen des Ruins, den es in der Kirche und in der Welt verursacht hat, im Namen der Wahrheit, die es verleugnet hat, des Tempels, den es geschändet hat, des Gottes, den es gelästert hat, der Seelen, die es zerstört hat, im Namen der Millionen, die es getäuscht hat, der Millionen, die es dahingeschlachtet, der Millionen, die es verdammt hat, gemeinsam mit heiligen Bekennern, mit edlen Reformatoren, mit unzähligen Märtyrern, mit den Glaubenden aller Zeiten, brandmarke ich es als Satans Meisterstück, als den Leib, die Seele und das Wesen des Antichristen. Ende Zitat. Charles Haddon Spurgeon, ein weiterer begabter Prediger des 19. Jahrhunderts, äußerte sich nicht minder energisch über die wahre Natur Roms, und seine diesbezügliche Überzeugung hatte sehr viel mit seinem Austritt aus der Baptistenunion zu tun. Zitat: Jeder Christ hat die heilige Pflicht, im Gebet den Antichristen zu bekämpfen. Und was der Antichrist ist, darüber dürfte es bei keinem normalgesinnten Christen Fragen geben. Wenn es nicht das Papsttum der Kirche Roms ist, dann gibt es nichts auf der Welt, das mit diesem Namen bezeichnet werden könnte. Denn es verletzt Christus, weil es ihn in seiner Herrlichkeit beraubt, weil es die Wirkungskraft der Sakramente an die Stelle seines Sühnopfers setzt und ein Stück Brot an die Stelle des Erlösers erhebt und ein Tropfen Wasser an die Stelle des Heiligen Geistes und weil es einen fehlbaren Menschen wie uns als Stellvertreter Christi auf Erden hinstellt. Wenn wir das Papsttum im Gebet bekämpfen, weil es gegen Christus steht, dann sollen wir die Personen lieben, auch wenn wir ihre Irrlehren hassen. Wir lieben ihre Seelen, auch wenn wir ihre Dogmen verabscheuen. So werden unsere Gebete vor Gott angenehm, weil wir unseren Blick auf Christus richten, wenn wir beten. Ende Zitat. Angesichts dessen, dass Billy Graham 1989 erneut in England war, verdient der Leserbrief, den der Synodalabgeordnete der Freien Presbyterianischen Kirche Schottlands, Pastor Donald MacLean, am 11. November 1988 an die Times schrieb, noch immer sorgsame Beachtung. Zitat: Die ökumenische Bewegung, die Sie rühmen, ist die größte Katastrophe, die in diesem Jahrhundert über die christliche Kirche hereingebrochen ist. Sie hat die Kirchen dieses Landes zu einer Ansammlung blutleerer, rückgratloser, haltloser Organisationen schrumpfen lassen, die kaum noch ein müdes Wimmern für Christus und die Wahrheit zustande bringen. Kein Wunder, dass die Bosheit so sehr zunimmt und die geistliche Finsternis über die Jahre immer dichter wird. Ernsthafte Christen mit nüchternem Lebenswandel und tiefer geistlicher Gesinnung sind in ihren Augen Fanatiker und Frommtuer. Wenn das stimmt, dann waren erhabene Gottesmänner wie John Knox in Schottland, Johannes Calvin und Martin Luther auf dem Kontinent und Erzbischof Cranmer in England ebenfalls Frommtuer in ihrem Kampf gegen die Irrlehren des Papsttums. Wir rühmen uns ihrer Gemeinschaft. Ende Zitat. Das baptistische Glaubensbekenntnis, abgeleitet von dem Westminster-Bekenntnis, hatte im Jahre 1989 sein 300-jähriges Jubiläum. Mit wunderbarer Klarheit erläutert es die großen Lehren von der Gnade und von der Erwählung, unterstreicht dabei die Herrschaft und Autorität Christi und setzt hinzu, Zitat:
dass der Papst von Rom der Mensch der Sünde sei, der Sohn des Verderbens, der sich selbst in der Kirche gegen Christus und alles, was Gott steht, Gott heißt, erhebt, den der Herr durch die Erscheinung seiner Wiederkunft vernichten wird. Ende Zitat. Das Kapitel schließt mit einem Zitat von Bischof J.C. Ryle, der entschieden in der protestantischen Tradition stand, und er hatte hierüber keinen Zweifel. J.C. Ryle, wie Henry Grattan Guinness, wie die anderen Stimmen, die ich gerade vorgelesen habe, warnende Stimmen. J.C. Ryle sagt, Zitat, Einheit ohne Wahrheit ist zwecklos. Wenn Rom die Beschlüsse von Trient und seine Zusätze zum Glaubensbekenntnis widerrufen hat, wenn es Bilderverehrung, Marienverehrung und Transsubstantiation ausdrücklich abgeschworen hat, dann und nur dann wird die Zeit sein, von Wiedervereinigung zu reden. Bis dahin rufe ich alle Christen auf, dem Gedanken der Wiedervereinigung mit Rom bis zum Tode zu widerstehen. Ende Zitat. Und dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Nur, dass ich hoffe, dass durch das Lesen, das Zuschauen zu diesem Video, das Hören dessen, was in diesem Buch von Michael Desemlian geschrieben ist, es weitere warnende Stimmen gibt, die endlich aufstehen aus der Lethargie und den Antichristen andeuten und Rom verdammen und für die Strafe des Antichristen bei unserem Herrn beten. Liebet den Menschen, den Katholiken, liebet die Seele dieser betrogenen Seelen. Die meisten von uns waren auch in unserem Leben irgendwann mal betrogen. Und gerade das sollte uns Verständnis davon abzwingen, dass wir haben sollten für die, die immer noch betrogen sind. Niemals aufgeben. Die Liebe des Herrn sei mit euch und sei mit uns, wenn wir warnende Stimmen werden, die vor dieser ökumenischen Bewegung warnen, die davor warnen, zurück in die Kirche Roms zu kommen, anstatt, wie in Offenbarung 18, gefordert von Gott, kommt heraus aus mir, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden zu tun. Ich danke euch fürs Zuhören und fürs Zuschauen und nächstes Mal ist Kapitel 17, das Tempo der ökumenischen Entwicklung, dran. Bin ziemlich müde nach dem Lesen gerade eben, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Joggler 66 von Stunde der Wahrheit wünscht euch noch einen schönen Tag und dass Gott euch behüte und beschütze und segne auf all euren Wegen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich sehe den großen Abfall. Ich sehe die Verwüstung des Christentums. Ich sehe die rauchenden Ruinen. Ich sehe die Herrschaft von Ungeheuern. Ich sehe jene Vizegötter, jenen Gregor den Siebten, jenen Innozenz den Dritten, jenen Bonifatius den Achten, jenen Alexander den Sechsten, Gregor den Dreizehnten, Pius den Neunten. Ich sehe ihre lange Folge, ich höre ihre unerträglichen Lästerungen, ich sehe ihren abscheulichen Lebenswandel, ich sehe, wie sie angebetet werden von verblendeten Generationen, wie sie hohle Segnungen austeilen, wie sie ihren verlogenen Ablasshandel treiben und ein heidnisches Christentum schaffen. Ich sehe ihre livrierten Sklaven, ihre geschorenen Priester, ihre zölibatären Beichtväter, ich sehe den berüchtigten Beichtstuhl, ich sehe die verführten Frauen, die ermordeten Unschuldigen, ich höre die verlogenen Absolutionen, ich höre die Todesseufzer, ich höre die Schreie der Opfer, ich höre die Ansprüche, die Flüche, den Donner der Interdikte, ich sehe die Folter, ich sehe die Verliese, die Scheiterhaufen,
Ich sehe die unmenschliche Inquisition, jene Feuer von Smithfield, jene Gemetzel der Bartholomäusnacht, jene spanische Armada, jene unsäglichen Dragonaden, jene endlose Kette von Kriegen, jene entsetzliche Menge von Massakern. Ich sehe das ganze System und im Namen des Ruins, den es in der Kirche und in der Welt verursacht hat, im Namen der Wahrheit, die es verleugnet hat, des Tempels, den es geschändet hat, des Gottes, den es gelästert hat, der Seelen, die es zerstört hat, im Namen der Millionen, die es getäuscht hat, der Millionen, die es dahin geschlachtet, der Millionen, die es verdammt hat. Gemeinsam mit heiligen Bekennern, mit edlen Reformatoren, mit unzähligen Märtyrern, mit den Glaubenden aller Zeiten, brandmarke ich es als Satans Meisterstück, als den Leib, die Seele und das Wesen des Antichristen. Jeder Christ hat die heilige Pflicht, im Gebet den Antichristen zu bekämpfen. Und was der Antichrist ist, darüber dürfte es bei keinem normalgesinnten Christen Fragen geben. Wenn es nicht das Papsttum der Kirche Roms ist, dann gibt es nichts auf der Welt, das mit diesem Namen bezeichnet werden könnte. Denn es verletzt Christus, weil es ihn in seiner Herrlichkeit beraubt, weil es die Wirkungskraft der Sakramente an die Stelle seines Sühnopfers setzt und ein Stück Brot an die Stelle des Erlösers erhebt und ein Tropfen Wasser an die Stelle des Heiligen Geistes. Und weil es einen fehlbaren Menschen wie uns als Stellvertreter Christi Erden hinstellen. Wenn wir das Papsttum im Gebet bekämpfen, weil es gegen Christus steht, dann sollen wir die Personen lieben, auch wenn wir ihre Irrlehren hassen. Wir lieben ihre Seelen, auch wenn wir ihre Dogmen verabscheuen. So werden unsere Gebete vor Gott angenehm, weil wir unseren Blick auf Christus richten, wenn wir beten. Die ökumenische Bewegung, ist die größte Katastrophe, die in diesem Jahrhundert in die christliche Kirche hereingekommen ist. Sie hat die Kirchen dieses Landes zu einer Ansammlung blutleerer, rückgratloser, haltloser Organisationen schrumpfen lassen, die kaum noch ein müdes Wimmern für Christus und die Wahrheit zustande bringen. Kein Wunder, dass die Bosheit so sehr zunimmt und die geistliche Finsternis über die Jahre immer dichter wird. Ernsthafte Christen mit nüchternem Lebenswandel und tiefer geistlicher Gesinnung sind in ihren Augen Fanatiker und Frommtuer. Wenn das stimmt, dann waren erhabene Gottesmänner wie John Knox in Schottland, Johannes Calvin und Martin Luther auf dem Kontinent und Erzbischof Cranmer in England ebenfalls Frommtuer in ihrem Kampf gegen die Irrlehren des Papsttums. Wir rühmen uns ihrer Gemeinschaft.